Heute soll es um das Nahrungsergänzungsmittel, wenn man es so nennen will, CBD gehen. Ein Cannabinoid aus einer großen Gruppe von Möglichkeiten, die im Pflanzenreich als Wirkstoffe für Entzündungen und soll heute nicht das einzige Thema sein, das CBD abdeckt, aber eines der Hauptthemen sein, dass es ein bisschen ein Lockstoff ist für die, die mit Entzündungen zu tun haben. Ich möchte wirklich diese beiden Dinge, das Cannabinoid-System des Körpers und das CBD gegenüberstellen. Es ist nicht das Gleiche. Es ist von der Natur aus nicht gedacht, dass das eine mit dem anderen so gute Wirkung zeigt, wie wir sie jetzt in der Naturheilkunde kennen. Wenn wir mal überhaupt zu meiner Person gehen, naja, meine Person ist wahrscheinlich nicht mehr wichtig, geht gleich drüber. Wer mich noch nicht kennt, ich bin nicht Doktor der Medizin, sondern Doktor der Naturwissenschaften, war ehemaliger Gruppenleiter in Onkologie in Salzburg, habe mich da mit Lymphomen und Leukämien auseinandergesetzt, habe dort immer Biomarker gesucht, war dann quasi für die personalisierte Medizin der dritten Med ein bisschen hauptverantwortlich als technischer Leiter des dritten Med-Labors, war dann immer involviert in der Prognose und Therapie Entscheidung bei onkologischen Patienten. Ich habe mir damals schon gewünscht, dass viel mehr mit CBD, THC, Hanf gearbeitet wird, aber das ist auf Basis einer klinischen Therapie derzeit noch nicht möglich, zumindest nicht in Österreich. Wenn wir Hanf als Medikament sehen, dann gibt schon wirklich sehr, sehr gute bestimmte Ergebnisse zur Epilepsie, es gibt es zur Multiple Sklerose, es gibt es als Schmerzmittel, alles nicht so ganz klinisch in Anwendung, aber in vielen medizinischen Praxis im Nutzen. Ganz neu ist jetzt auch das ADHS-Thema, also bei den hyperaktiven Kindern, bei der Depression auch schon im Jugendalter, was ja aktuell ein sehr wichtiger Punkt ist, was die Kinder so aus dieser Krise mitnehmen und da ist Angst, Depressionen und eben Hyperaktivität oder Hypoaktivität ein Hauptthema und dann der große Bereich der Entzündungen, wo ich mir in Zukunft vorstelle, dass CBD, also Hanf und der Weihrauch den Cortison als Hauptmittel der derzeitigen Schulmedizin ein bisschen den Rang ablaufen wollen und sollen. Und das ohne besondere Nebenwirkungen. Also das sind alles alte bekannte Dinge, so wie auch auf den nächsten Folien es alte bekannte Dinge sind. CBD, so nenne ich ihn, ist der harmlose Bruder von THC, weil er eben nicht in die psychoaktivierende Schiene fällt, weil er nicht süchtig macht. Es ist das bekannteste von vielen Cannabinoiden und es wird meistens aus Öl verwendet, heißt äußerlich wie innerlich. In 5 bis 55%, 55% komme ich ganz am Schluss, ist derzeit so der aktuellste Höchststand. Das heißt, was wird da eigentlich verwendet? Es werden die Blüten der weiblichen Hanfpflanze verarbeitet und dann zu Öl verarbeitet. Hier ist ja nur das Hanfblatt, aber wir reden von diesen CBD-Inhaltsstoffen THC, von der weiblichen Blüte der Hanfpflanze, die hier verarbeitet werden. Also man glaubt nicht zu glauben, es ist so, dass man da die ganzen Blätter eines Hanfes verarbeitet und kriegt dann das beste Schmerzmittel aller Zeiten. Nein, es ist viel mehr Gold, als es glänzt. Es ist wirklich nur die Blüte, die hier verarbeitet wird. Also muss man da sehr gute Pflanzen haben. Es gibt Dutzende verschiedene, auch heimische oder bei uns zumindest wachsende Hanfsorten und da muss man sich dann durchprobieren, weil jede dieser Pflanzen, jede dieser Blüten hat eine andere Mischung von über 100 Cannabinoiden, alle vom CBD-Typ. Ich sage mal, 69 sind gut erforscht, die anderen sind noch unklarerweise, obwohl man nie sagen kann, gut erforscht, sondern man kann nur sagen, man ist darauf gekommen, dass Pflanzen dieser Sorte mit dieser Mischung vielleicht dieses wiederholbare Symptom wegbringen können bei einem Patienten. Also so muss man das derzeit sagen. Man arbeitet nicht mit reinen Substanzen, obwohl man das auch immer schon wieder versucht, so wie auch beim Weihrauch versucht man auch hier herauszufinden, was ist es wirklich am CBD, was dann das Ganze so interessant macht, welche Rezeptorbindung an dieses interne System unseres eigenen Schmerzmittelapparates ist da das Wichtigste, aber da komme ich dann gleich dazu. Auch bekannt, es reicht
reicht nicht nur das Cannabinoid und es reicht nicht nur, also zum Beispiel das CBD, das einen Rezeptor bindet im Körper. Es muss auch ein Enzymsystem dabei sein, um das Ganze auch zu aktivieren und auch wieder zu deaktivieren. Also das heißt, es braucht immer drei verschiedene Partner. Den Rezeptor, von dem ich jetzt viel sprechen werde, der Cannabinoid-Rezeptor, ein uraltes System in unserem Körper, das uns eigentlich unser Bauchhirn darstellen sollte. Wenn man von irgendeinem Bauchhirn redet und von den Neurotransmittern des Bauchhirns sprechen würden, das ja eigentlich unserem zentralen Nervensystem, unserem Kopf, unserem Hirn quasi mehr Informationen schickt als umgekehrt. Wenn man von diesem Bauchhirn als evolutionär wichtigste Station der Entwicklung sprechen möchte, dann gibt es hier das Cannabinoid-System, das als Neurobotenstoffsystem generiert worden ist. Aber wie gesagt, das möchte ich dann nochmal genauer sagen. Dann gibt es eben den Liganden, das ist das Cannabinoid. Das ist das, was wir als CBD haben, als Bindungsmolekül. Und dann gibt es verschiedene Enzyme, die es möglich machen und dann auch wieder rückgängig machen. Also es kann ja nicht sein, dass das Cannabinoid an den Rezeptor bindet und eine unendliche Reaktionskette von positiven oder negativen Ereignissen da sind, sondern das muss ja auch wieder auf oder beendbar sein. Und das ist dann im Enzymsystem natürlicherweise wie auch künstlicherweise, wie auch gedachterweise ein wichtiger Punkt. Auf jeden Fall geht es derzeit darum, herauszufinden, und das ist so ein Try and Error in der Medizin, sowie auch in der Naturheilkunde, was macht welcher Rezeptor wo im Körper in der Kommunikation? Nämlich in der Kommunikation Kopf, Körper, Kopf, Darm und damit auch Kopf-Immunsystem, weil wir ja wissen, unser Bauchhirn ist ja nicht nur unser bester Regulator, was die Außenrezeption betrifft, weil hier die meisten Stoffe, die wir von außen zugeführt bekommen, mal gecheckt werden auf ihre Kompatibilität zu unserem System, auf ihre Schwermetallbelastung, was auch immer. Und dort ist auch der Sitz des Immunsystems mit vielen, vielen verschiedenen Stämmen an Darmbakterien, aber auch an Parasiten, an Viren, an Pilzen natürlich. Und genau in dieser Kommunikationsschiene Immunsystem, Hirn oder eben Bauchhirn und zentrales Nervensystem hier, da spielt das Cannabinoid rein, also das CBD und auch alle anderen Cannabinoide, auch die körpereigenen. Und das ist noch nicht ganz gut verstanden, aber es hat ein hohes Potenzial, dass wir hier etwas ganz Neues finden, was eine Regulation des Immunsystems auf natürlicher Ebene betrifft und natürlich damit der Entzündung, weil das Immunsystem macht die Entzündung, nicht der Virus und nicht das Bakterium, nicht der Pilz, aber das wissen schon alle, die mich schon öfter gehört haben. Und damit ist dieses Cannabinoid-System von der Natur her, von der Evolution her, ein Teil des Gehirns. Es ist das alte Gehirn, auf das komme ich dann gleich zu sprechen. Und diese alten ersten Rezeptoren, die gebaut worden sind, sage ich mal, vor einigen 100 Millionen Jahren, da hat es noch nicht mal Menschen gegeben, natürlich nicht, uns gibt es erst seit 200.000 Jahren, aber diese Rezeptoren sind so alt, dass man annehmen muss, da hat schon auch damals etwas gegeben, was Informationen weiter leitet im Körper, und da ist dieser Cannabinoid-Rezeptor 1 entstanden worden, und der ist jetzt auch noch so das Missing Link zwischen zentralen Nervensystem und peripheren Nervensystem. Ebenso näher hat sich das dann verdoppelt, also interessanterweise in irgendeinem Zellereignis, wo sich Zellen geteilt haben, sind dann auf einmal das Genmaterial dieses Rezeptors verdoppelt worden, und dann hat es auf einmal einen zweiten Rezeptor gegeben, und der hat sich im Laufe der Evolution fürs Immunsystem eher etabliert und hat mehrere Rezeptoren im Körper verteilt, in Immunorganen. Wichtige Immunorganen sind von diesem Rezeptor interessant. Da ist die Leber, da ist die Milz, da ist die Thymusdrüse. Hier sind diese Rezeptoren, wo sich die Evolution gedacht hat, ja, da müssen wir jetzt endlich einmal was machen, um diese Verbindung zu schaffen zwischen dem Nervensystem und dem Immunsystem. Und wir haben da verschiedene Rezeptoren, die miteinander verwandt sind und die auch gut funktionieren. Und jetzt ist natürlich die Sache, so hat sich die Natur das gedacht, dass das läuft, und jetzt geben wir den Körper auf einmal, und das muss ja auch eine evolutionäre Parallelentwicklung gegeben haben, von außen Cannabinoide, weil es ist ja nicht nur zum Beispiel der Hanf ein Cannabinoidträger, auch das Gänseblümchen, jeder hat es auf seiner Wiese, wer nur genug Gänseblümchen isst, würde genauso viel Wirkung haben, wie wenn er ein Hanf, eine nicht Zigarette
Zigarette raucht, aber auf jeden Fall Hanfblätter isst oder eben diese Blüten isst. Also man sieht, dass das Cannabinoid-System in der Natur von der Pflanzenseite her nicht ein reines Hanfthema ist, wie man vielleicht annehmen könnte, wenn man noch oder noch mal sehen. Aber wie gesagt, die Natur hat etwas entwickelt, wo sie zeigen wollte oder wo sie eigentlich für sich eine Verlinkung haben möchte zwischen dem Nervensystem und dem Immunsystem. Und dann kommt von außen eine durch Ernährung ein Produkt oder ein Ergebnis oder ein Teil unseres pflanzlichen Ernährungssystems, und das wirkt auf dieses System ein. Das ist für mich eine interessante Sache. Warum? Warum ist das passiert? Was ist da der Grund dafür? Da gibt es nur Mutmaßungen dazu, und auf die möchte ich mich gar nicht einlassen. Ich möchte euch ein bisschen so animpfen mit dem Gedanken, dass es auch damals schon im Sinne des Erfinders, nämlich der Evolution, war, das Immunsystem aktiv zu regulieren. Das heißt, nicht nur auf das einzuwirken, es kommt etwas, darum reagiere ich, sondern ich glaube, durch diese Ernährung oder diese Parallelentwicklung durch Ernährungsstoffe, die auf dieses System einwirken, hat man ein Regulatorium gefunden, wie man das Immunsystem auch für andere Funktionen einsetzen kann, als nur für den Kampf gegen Viren, Bakterien, Pilze. Also man wollte es auch, oder die Evolution hat es so gedacht, dass es auch ins Entgiften geht, ins Reparieren geht, alles diese Dinge, in die Entzündungshemmung geht, für alle diese Dinge, wo man dann sagen muss, okay, durch das Essen der richtigen Pflanzen hat ein internes Regulatorium Gestalt angenommen, das uns unser Immunsystem noch viel effektiver einsetzen lässt. Nur, dass ihr das so ein bisschen wisst, in welche Richtung das ihr gehen möchte. Ja, insgesamt, jetzt reden wir mal von den nicht 200 Millionen Jahren zurück, sondern von den letzten paar hunderttausend Jahren. Dann hat sich gezeigt, dass diese Cannabinoid-Rezeptoren vom Typ 1 ganz, ganz wichtig sind für Gedächtnisbildung, für Schutz, fürs Gehirn, Beruhigung, Angstreduzierung. Und wo sind wir da? Da sind wir dann bei Demenz, da sind wir dann bei Alzheimer, da sind wir dann bei ALS, da sind wir dann aber auch bei Ängsten, Depressionen. Also wenn man diese Rezeptoren richtig aktivieren kann oder das Abbauen dieser Rezeptoren im Alter verhindern kann, dann könnte man glauben, dass es diese Möglichkeiten gäbe, Gedächtnis länger zu pflegen, Schutz fürs Gehirn gegen freie Radikale, so wie bei zum Beispiel Melatonin, das auch zu schaffen, sich wirklich aus Angstzuständen zu befreien, dauerhaft zu befreien, auch wenn es natürlich im Hintergrund immer psychosomatische Themen gibt. Und natürlich für die Stressreduktion und für die Beruhigung etwas zu tun bis ins hohe Alter, wo ihr dann auf einmal ganz andere Stressfaktoren zum Thema kommen, die Angst vor Krankheit, irgendwelche Themen, die man aus seinem Leben einmal präsentiert bekommt oder eben Empfindungen, die man lange verdrängt hat. Auf der anderen Seite ist natürlich der CB2-Rezeptor fürs Immunsystem interessant, und da ist es wirklich so, dass die Wissenschaft dorthin geht, dass man sagt, okay, kann man den stabil aktivieren von außen oder kann man die Regulation von innen gut regulieren, dann sind wir bei einem super entzündungshemmenden Weg im Stoffwechsel, wir sind bei einer Krebshemmung, wir sind bei einem schmerzreduzierenden Faktor, wenn man diese Rezeptoren richtig ansprechen kann, beziehungsweise stabilisieren kann. Also man sieht, wir haben ein ungeheures Potenzial, was diese beiden Rezeptoren machen, und jetzt haben wir aber leider nicht den richtigen Schlüssel-Schloss-Prinzip Mechanismus bis jetzt verstanden. Also wir haben verschiedene Cannabinoide, wie gesagt, 100 gibt es sicher, 60 sind gut bestimmt, die haben alle dann so Namen wie das CBD auch, CBG, CBC, was auch immer. Dann haben wir natürlich das berühmte THC, das ist eben auch in allen diesen Pflanzen drinnen, und ich rede jetzt zum Beispiel von Cannabis, also vom Hanf. Ich rede aber auch, wie gesagt, von Gänseblümchen, von der Kamille, vom grünen Tee, von der Kava-Pflanze, und man weiß von der Kamille und vom grünen Tee, dass sie sehr stark entzündungshemmend sind. Also müssen die besonders gute Mischungen von Cannabinoiden haben, die besonders in den Bereich reingehen, und andere haben dann wieder eher eine Cannabinoid-Mischung, die in diesen Rezeptor reingehen. Also so kann man sich dann das sagen, und da ist die Wissenschaft noch nicht so weit, dass sie sagen können, okay, wir wissen genau,
dass das eine Cannabinoid besonders den CB1-Rezeptor abdecken kann und dann zu einer stabilen Aktivierung des Systems führen kann. Da mal schon wieder werfen meine Folien rum. Also müssen wir etwas anderes suchen. Wir müssen etwas versuchen, dass wir sagen, okay, wir müssen das Ganze mal verstehen. Das heißt, in der Evolution hat es irgendwann mal geheißen, wir müssen eine Regulation in unserem Verdauungstrakt schaffen, damit wir immer genug Säfte für die Verdauung haben, damit wir immer die Giftstoffe rausbekommen. Und dazu brauchen wir ein eigenes Informationssystem. Und dieses Informationssystem war jetzt nicht vor 400 Millionen Jahren da, aber vor vielen Millionen Jahren da. Und heute nennen wir es Bauchhirn. Also das heißt, rund um den Darm gibt es unzählige, wir kommen gleich dazu, wie viele unzählige, bitte das Malen aufhören. Wer das auch immer tut, bitte nicht in meine Folien einmalen. Dieses Informationssystem gibt sehr viele Informationen an das Zentralnervensystem ab, um dort wirklich eine Regulatorium anzuschalten, um das System in der Homöostase zu halten. Das heißt, es gilt dann auch für den Anabolismus und Katabolismus. Das heißt, ich baue etwas auf im Körper, Anabol, oder ich baue was ab, das ist Katabol. Das ist ganz ein wichtiges System, dass das auch in der Homöostase ist, dass der Blutfluss geregelt ist, weil ich kann nicht gleichzeitig Höchstleistungen beim Sport machen und aber auch Höchstleistungen bei der Verdauung machen. Das war natürlich dann auch der wichtige Punkt zwischen peripheren Nervensystem, Sympathikus, Parasympathikus. Also entweder ich mache Höchstleistung beim Sport und beim Davonlaufen, beim Überleben durch Flucht, oder ich bin im parasympathischen Modus und habe den Blutfluss dort, wo ich ihn brauche, zur Verdauung, zur Fortpflanzung, zur Entgiftung und dergleichen. Aber entstanden ist das Ganze ganz, ganz früh aus diesem peristaltischen Bewegungsmuster des Darms, der diese Cannabinoid-Rezeptoren sind auch primär für Bewegung sensitiv. Das heißt, sie können Bewegungsmuster abbilden mit ihrer Reizleitung. Sie sind dafür da, dass zum Beispiel eine Darmperistaltik da ist. Heutzutage kann man natürlich auch sagen, sie sind dann, wenn man es überdosiert, geht es in die Paralyse. Das ist auch das, was das THC dann macht. Also man wird erst hyperaktiv und dann wird man auch wirklich, kommt man in die Starre, weil man dann einfach das Ganze überfordert hat. Aber nur für euch geht es darum, wir reden von einem Botenstoff, der im Bauchhirn funktioniert. Und nur, dass ich euch das so nebenbei sage, das zentrale Nervensystem negativ reguliert. Also der bremst die meisten Neurobotenstoffe im Hirn, indem es eigentlich diesen Übergang zwischen den Synapsen, also zwischen den Informationsträgern, einfach einmal rückwärts beschleunigt. Das heißt, das Cannabinoid-System bremst das normale Denken, bremst das normale Auftreten von Aktionspotenzialen, von Informationsweiterleitung und dergleichen. Ist eine ganz spannende Sache, sollte uns also damit beruhigen. Also das heißt, das ist so, was das Bauchhirn so macht. So, wie kann man sich das jetzt in unserem evolutionär alten Körper, sage ich mal, vorstellen? Ja, mehr als 100 Millionen Nervenzellen umhüllen den Darm, steuern die Peristaltik, sind Hauptsensoren für das körperliche Wohlbefinden. Natürlich sind diese 100 Millionen Nervenzellen nichts gegen die Abermilliarden und Millionen im Kopf. Das Verknüpfungssystem im Kopf ist dementsprechend auch nochmal viel komplexer als das im Darm, aber es geht darum, dass die Menge an Informationen, die gesammelt werden und verteilt werden, zu 90% im körperlichen nach oben gehen, also quasi von diesem Bauchnervensystem ins Hirn, von diesem Darmnervensystem ins Hirn, und nur 10% quasi kommen als Feedback oder als Befehle vom Hirn in den Darm. So kennen wir auch das Verhältnis zwischen den Dingen, was macht das periphere Nervensystem, was macht das zentrale Nervensystem. Wir glauben immer, wir können durch unsere Intelligenz unseren ganzen Körper, unsere ganze Körperchemie steuern. In Wirklichkeit steuern wir nur einen kleinen Teil. Das meiste steuert sich selber über das periphere Nervensystem. Das zentrale Nervensystem darf nur einmal darüber schauen und darf ein paar bisschen mitreden. Aber die Hauptentscheidungen für die meisten Überlebensfaktoren
macht das periphere Nervensystem selbst. Und so sagt man auch, dieses Bauchhirn, das wir haben, ist älter als das zentrale Nervensystem, viel älter. Das haben wir, und das sehen wir immer noch in der Wissenschaft, wenn wir mit Würmern arbeiten. Das ist ein ganz beliebtes System, wenn es um Nervensysteme geht, dass wir mit Würmern uns vergleichen. Und das heißt, wir sind eigentlich alle Würmer, die über das CPD uns wieder gut in die Regulation bekommen. Gut, und darum ist es aber auch kein Zufall, dass ein Darm in Windung liegt und dass unser Hirn in Windung liegt, weil wir brauchen eine große Oberfläche, und alles, was eine große Oberfläche braucht, muss sich einmal zusammenknüllen, zusammenwinden, sonst hätte man die Oberfläche nicht. Ob das eine jetzt 400 Quadratmeter sind und das andere 1400 Quadratmeter, ist wurscht. Das sind unwahrscheinlich große Oberflächen, die wir hier haben, die von einem Nervensystem durchsetzt sind, die von Struktur durchsetzt sind, die von Durchblutung, von Lymphsystem durchsetzt ist, wie besonders beim Darm, die von Zotten in der Oberfläche vergrößert werden, die von innen, von außen versorgt werden können, wie es eben vom Hirn bekannt ist. Und wie gesagt, das sollte uns eigentlich zeigen, dass die Evolution immer gleiche Struktursysteme hat, wenn es darum geht, etwas Ähnliches zu bauen. Also ob das jetzt unser zentrales Nervensystem ist oder hier jetzt unser Darm und damit unser Darmnervensystem. Es gibt immer wieder dieselben Bilder zu erkennen. Und wenn man sich das dann genau ein bisschen in die Ganzheitlichkeit anschaut, dann kann man noch den Büchern von Dr. Stelzel dann einen Darm auch zerlegen, natürlich das ganze Verdauung, den ganzen Verdauungstrakt. Aber zum Beispiel im Darm hat er dann Bereiche gefunden, die von der Emotion her für Sucht stehen, die für Schwindel stehen, die für Mangel und Armut stehen, die für Versagensangst stehen. Da sind wir jetzt nicht beim Hammer, da sind wir eher bei Sachen, die man aus einer anderen Ecke her kennt. Aber so wie man auch sagt, okay, jeder Punkt im Körper ist mit jedem Punkt des anderen, oder jeder Punkt im Körper ist mit dem anderen verbunden über das Bindegewebe, so kann man auch sagen, es gibt immer wieder Ablagerungspunkte oder eben Signalpunkte im Körper, die für verschiedene Emotionen stehen, ob es jetzt die Wut ist in der Leber oder die Zorn ist in der Leber oder die Ängste oder die Verlustangst hier im Enddarmbereich. Es sind immer wieder Organverbindungen zu emotionalen Themen, und das hat mit dem Bauchhirn zu tun, das hat mit unserem Verdauungstrakt zu tun. Wir verdauen ja auch Emotionen, indem wir sie hinunterschlucken, oft einmal leider uns dann ein Zwölffingerdarmgeschwür dadurch heranzüchten. Aber diese Schocks sind auch vererbbar. Wenn ich mit meinem System gerne so über die Darmwände mir anschaue, was so los ist, dann habe ich da zum Beispiel einen Klienten, wo ich gleich einmal am Eintritt, da ist der Magenausgang, da geht es in den Zwölffingerdarm rein. Wenn ich da schon mal Themen sehe, dann weiß ich, okay, der hat einen undichten Magen nach unten, also der ist etwas, der will zu viel auf einmal und schluckt zu viel runter und kann es nicht verdauen. Die phatische Papille ist hier gut, das wären die Vater-Themen, wo man sagt, das ist die Versorgung, war in der Kindheit eine ausreichende Versorgung da. Der Mensch hat auch hier mit der Bauchspeicheldrüse zwei Schwachpunkte, wo man sagen muss, also die Süße des Lebens ist für die Person auch kein Thema. Aber nur, dass ihr wisst, wie ich dann Themen immer wieder angehe und mir überlege. Aber wie gesagt, so ein undichter Magen nach unten macht lange, lange keine Probleme und dann doch irgendwann mal ein Zwölffingerdarm. Geschwür. Dementsprechend könnte man natürlich mit CPD ganz gut arbeiten, und auch dementsprechend ist CPD immer ein Teil des Selbstheilungsprogramms des Körpers. Parallel zur Psychosomatik, wie hier, wenn ich schon den Hammer zuerst ausgeschlossen habe, hier wieder mal so eine hamische Skizze zu einer Konfliktlösung und zu den biologischen Grundgesetzen der Heilung ein bisschen mache. Also das heißt, wenn man das CPD nutzen möchte im Rahmen einer ganzheitlichen Heilung, dann sollte man sich auch über das Gedanken machen, was hinter einem Problem steht, und dann auch noch was einbinden, was die Natur sonst noch hat für die Entzündungen, wie zum Beispiel Myrrhe. Wenn man jetzt von einem Darmproblem sich überlegt, wie ich es hier zum Beispiel hier gezeigt habe, dann weiß man, okay, Myrrhe ist der Weihrauch des Darms, das CPD ist der Regulator des Bauchhirns, und den Brockenkonflikt, den gehe ich an. Wenn ich das kann
und das Bauchhirn das mitspielt und die Myrrhe mir die Entzündung löst, dann habe ich quasi alle Trümpfe in der Hand, mit denen ich wirklich das Spiel um die Gesundheit, wenn ich das so übertrieben sagen möchte, gewinnen kann. Also wie gesagt, auch das CBD ist nicht unbedingt das Allheilmittel, aber ein wichtiger Aspekt, um die verschiedenen Ebenen zu verbinden, nämlich unser, sage ich mal, Unterbewusstsein mit dem Bewusstsein oder die Selbstheilung mit den bewussten Glaubenssätzen. So sage ich mal das, wo man dann sagen kann, okay, in dem Umfeld kann ich wirklich zu einer kompletten Heilung kommen. Aber jetzt nochmal zurück, wo ich ganz am Anfang schon war. Okay, wir haben einen Rezeptor, das ist das Cannabinoid-System mit dem Cannabidrezeptor. Wir haben diese Bindungspartner endogen und die sind ganz spannend, wo die herkommen, diese endogenen. Und dann haben wir diese exogenen, von denen reden wir jetzt, das ist der Hanf. Das heißt, ich habe Rezeptoren, die gibt es seit 400 Millionen Jahren irgendwie im Umfeld von irgendwelchen Zellen, im Nervensystem, habe dann endogene Systeme, wo wir noch, glaube ich, erst 10 kennen. Wir kennen noch nicht viele Partner von diesen Rezeptoren und zufällig, und das wissen schon viel älter, und das werde ich euch jetzt ein bisschen erzählen, haben wir etwas von außen, was Pflanzliches, was genau diese Rezeptoren betrifft. Über die Enzyme werden wir heute nicht reden, das würde das Ganze sprengen. Und das ist so interessant, dass wir von außen auf ein System eingreifen können, das uns wirklich die Verbindung von Bauchhirn, von unserer Intuition, von unserem Unterbewusstsein ins Bewusstsein schaffen lässt. Und das ist abgesehen von allen anderen, was kann Entzündungshemmen und Krebs heilen und Allergien verbessern und was auch immer, ist das für mich ein sehr spannendes Ergebnis. Das heißt, woher kommen diese endogenen Bindungspartner für diese uralten Rezeptoren von dem wichtigsten Entzündungsprodukt unseres Körpers, nämlich der Arachidonsäure? Und wenn ihr das jetzt nicht kennt, bitte nicht verzweifeln, auch nicht den Arzt darauf anreden, ob er mal die Arachidonsäure messen kann. Das ist ein Molekül, das nur wenige Sekunden sichtbar und auch messbar ist, nämlich gerade mal 4, 5, 6 Sekunden und dann ist es weg. Also das ist wirklich der Entzündungsfaktor im Gewebe, nicht der Entzündungsfaktor im Blut, den wir dann als oxidiertes LDL oder irgendwas kennen oder als CRP, was ja eigentlich gar kein Entzündungsmarker ist, oder als HLA oder irgendwas. Also auf jeden Fall, das, was wirklich eine Entzündung macht, ist die Arachidonsäure. Die Arachidonsäure ist ein Abfallprodukt des Fettzell-Signalstoffwechsels oder überhaupt des Fettzellstoffwechsels. Und da sind wir in einem ganz interessanten Bereich. Das ist so unsere Notenergiereserve und das ist aber auch unsere Entgiftungssignal, Milieusystematik, wo man sagen muss, okay, da ist der meiste Dreck in unseren Fettzellen eingespeichert, hoffentlich für die Ewigkeit. Und darum haben wir dann am Ende des Lebens auch alle einen Bauch vor uns hertragend. Aber in Wirklichkeit muss man sagen, okay, das war schon mal auch ganz, ganz wichtig in der Evolution, dass man sieht, okay, es hat etwas gegeben, was eine Entzündung an der Quelle betrifft beziehungsweise regulieren kann. Das heißt, diese endogenen Produkte, die diese Cannabinoid-Rezeptor eigentlich bedienen können. Jetzt sind wir ganz weit weg von CBD. Also so, wie es eigentlich gedacht ist, sind schon von daher entzündungsregulierend. Und da ist es dann eben schön, dass eben ein CBD das genauso macht. Aber in Wirklichkeit ist es sowieso ein selbstregulierendes System. Nur in der letzten Zeit halt ziemlich dereguliert. Und ihr werdet lachen, es gibt sehr viele Medikamente, die versuchen, in diesen Bereich hineinzuarbeiten, aber leider mit dem Problem, dass es dann an einer anderen Stelle wirklich in die Hose gehen kann. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, was für Mittel das sind, würden euch auch nicht sagen, es sind nicht die typischen Entzündungshemmer, sondern eher die neuen Entzündungshemmer, die in diese Richtung arbeiten, an der Arachidonsäure etwas herumzudoktern. Aber wie gesagt, da sieht man wieder, dass man das nicht tun sollte, weil eben diese Arachidonsäure eine Selbstregulatorin hat über diese endogenen Produkte, die dann dieses Cannabinoid-System regulieren. Und da nicht vergessen, da geht es um die Fettzellen und den Signalstoffwechsel, da geht es um eine Energiequelle, die normal nicht genutzt wird. Und es gibt eine Entgiftungs- oder Vergiftungssystematik, die unterschätzt ist. Also in dem Bereich arbeiten wir mit dem CBD oder mit dem
Cannabinoid-System. Auf der anderen Seite habe ich schon gesagt, von der Evolution her ist es für die Bewegung sehr, sehr wichtig geworden. Und da wissen wir, dass wir in einem Bereich der Darmperistaltik sind, wenn man es weiterdenkt. In dem Bereich sind wir auch mit dem Serotonin. Also da sehen wir diese Verknüpfung von etwas Hormonellem mit etwas Neurobotenstoffmäßiges und dann doch wieder alles in einem. Also Serotonin spielt auch in dem Bereich des Cannabinoid-Systems ein bisschen eine Partnerschaft oder eben nicht. Das weiß man nicht, aber sie arbeiten am selben, an der Regulatorium der Beweglichkeit des Darms, aber auch grundsätzlich an der Beweglichkeit des ganzen Systems. Und ganz interessant für alle Damen und Herren, die den abnehmen möchten, es geht hier auch um die Sättigung, also der CBD-Weg, den manche jetzt so gerne sehen würden, ist, dass man damit auch sein Sättigungsgefühl kontrollieren kann, dass man dieses übermäßige Hungern nicht mehr haben muss, beziehungsweise dieses übermäßige Lustgefühl gegenüber Essen auch abbauen kann. Das heißt, diese Extremen, dass man da ein bisschen eingreifen kann. Aber das ist auch von der Evolution her wirklich gut etabliert worden, dass man hier sieht, okay, Darmperistaltik oder Magenfüllung hat mit Sättigung zu tun. Also dort sind diese Rezeptoren von besonders vom Cannabinrezeptor Typ 2 da und regulieren das mit den Neurobotenstoffen, mit den Hormonen zur Sättigung einfach gut aus. Was ich vorher schon gesagt habe, wichtig ist bei der Regulation in dem Sinn auch, dass man dann parallel über dieses zentral gesteuerte Darmthema, sage ich mal, Rückschlüsse machen kann oder der Körper dazu gezwungen wird, Neurobotenstoffe zu reduzieren, wie zum Beispiel GABA. Und das ist auch wieder eine interessante Sache, dass es da wirklich direkte Verbindung gibt, wenn eines der Systeme hochfährt, wie das CBD, also wie Cannabinoid-System, da werden andere Sachen parallel runtergefahren. Also der Körper hat sich da über die Jahrmillionen schon sehr viel überlegt und das könnte uns besonders eben beim Abnehmen helfen, es könnte uns bei Depressionen helfen, wo es ja auch um Vergiftung geht, wo es auch um den Fettstoffwechsel geht und dergleichen. Also ein ganz wichtiger Punkt. Wie gesagt, was wir noch nicht wissen, ist, welche dieser vielen Cannabinoide, die wir jetzt aus der Natur zu uns nehmen könnten, macht genau das, was wir wollen. Also das ist leider noch nicht fix. Auch ganz wichtig ist, was man weiß aus der Wissenschaft und interessanterweise, die Wissenschaft ist noch nicht so alt, werde ich dann noch hinkommen. Also diese Cannabinoid-Rezeptoren sind erst in den 1990er Jahren entdeckt worden. Und dann hat man auch gesehen, okay, die sind ganz, ganz interessant für Temperaturregulation. Also gerade die Damen, für die ist das sicher interessant zu wissen, dass da nicht nur die Schilddrüse ein Hauptthema ist, wenn es um die Temperatur geht, sondern auch das Cannabinoid-System in verschiedenen anderen Bereichen des Körpers. Die Stimmung ist ein Thema. Hier würde ich auch besonders nennen, die Stimmungsschwankungen im Zyklus, die Stimmungsschwankungen im Bereich der Postmenopause und dergleichen. Und hier auch ganz, ganz neue wissenschaftliche Daten, glaube ich, 2019 habe ich gesehen. Hier hat man, glaube ich, so 10, 15 Publikationen durchgelesen für heute. Man weiß, dass das Cannabinoid-System ein Parallelsystem ist zum ER-System. E steht für Östrogenrezeptor, also Estrogen Receptor auf Englisch. Also man weiß auch hier, dass es eine Parallelverbindung gibt zwischen dem Cannabinoid-System und dem Hormonsystem übers Östrogen. Und auch da versucht man jetzt wirklich herauszufinden, was man auch hier tun kann, um das System wirklich zu stärken. Also wenn schon das Östrogenrezeptorsystem im Wechsel seine Funktion ein bisschen einschränkt beziehungsweise durcheinander kommt, kann man das Ganze auffangen durch das parallele Hochfahren des Cannabinoid-Systems. Ich denke, ja, wie, weiß noch keiner, aber ich glaube, da ist Versuch und Irrtum und einfach die Lebensumstellung zu dem Regulatorium des Bauchhirns ein ganz wichtiges Thema. Also auch hier geht es um Botenstoffe, die im Darm produziert werden, über eine gute Darmflora. Da geht es um das Lymphsystem zur Entgiftung des Darmsystems. Da geht es um verschiedene Prozesse, die Ammoniak produzieren, die dann wieder toxisch wirken auf das Nervensystem. Also das ist sicher ein wichtiger Faktor. Aber für mich war es sehr interessant, dass es jetzt 2019 haben sie herausgefunden, dass das Hormonsystem ein Parallel
paralleles Muster von Funktionen hat, wie zum Beispiel das Cannabinoid-System. Und das kann man dann für beide Sachen ganz gut nutzen, Temperaturregulation, Stimmungsregulation und eben alles andere, was postmenomäßig so daherkommen kann. Und für mich, und da sind wir jetzt beim wichtigsten Punkt, auch ganz, ganz wichtig, das Regulatorium der Cannabinoide fürs Immunsystem, zur Entzündungsregulation und hier besonders als Immunsuppressant, das heißt, CBD oder eben das Cannabinoid-System wirkt so, wie es auch von Cortison bekannt ist, als Immununterdrücker, Suppressor, sagt man, aber auch, und das ist das Interessante daran, als Modellierer, und das ist oft eine Dosisgeschichte und das ist oft eine Verbindungsmischungsgeschichte, auch mit THC wieder gemeinsam, wo aber, wie gesagt, die Nahrungsergänzungsindustrie wieder ganz draußen ist, da ist man wieder in der medizinischen Forschung, wo man dann sagt, okay, gibt man eine ganz bestimmte Menge THC mit einer ganz bestimmten Menge CBD zusammen, hat man auf einmal einen Immunsuppressor und auf der anderen Seite hat man eine andere Mischung, hat man wieder einen Immunmodulator. Und das ist ganz, ganz wichtig für mein Lieblingsthema in der Wissenschaft des ausgehenden Corona-Epidemie-Zeitalters, nämlich Autoimmunerkrankungen, weil diese werden explodieren. Wir werden so viele autoimmune Prozesse sehen wie nie zuvor auf diesem Planeten und daher bereite ich euch darauf vor, bitte denkt an CBD, wenn ihr an autoimmune Prozesse denkt, als eine regulatorische Möglichkeit, sich aus diesem Teufelskreis ein bisschen zu befreien. Aber denkt auch an Weihrauch, denkt auch an Zink, aber insgesamt eben die üblichen Verdächtigen, denkt an Schwefel und MSM. Ja, und dann noch ganz interessante Sache, wenn man rein auf der Zellkulturebene so sich CBD-Rezeptoren anschaut, dann weiß man, dass man da hier auch mit Wachstumsfaktoren in Verbindung ist, mit Vermehrung damit, mit dem Sterben, also Zellteilung und was auch immer. Das heißt, CBD wirkt auf die Zelle wachstumshemmend, induziert das Zellsterben, ist zytotoxisch in hohen Dosen, ist antiinvasiv, also verhindert, dass Zellen, andere Zellen quasi infiltrieren können, sagen wir mal so, sind antientzündlich an die also dass sie keine blutbildenden Systeme aufbauen. Und daher weiß man, okay, CBD kann, und das ist jetzt so ganz neue Wissenschaft, auch wirklich krebsregulierend sein, kann auf verschiedene Krebsarten positiv einwirken. Man sagt in dem Fall natürlich aber auch nur immunmodulieren, weil mehr Beweise gibt es nicht. Aber wie gesagt, auf Zellkulturebene kann es das Wachstum von Krebszelllinien, das sind jetzt wirklich Zelllinien, keine aktiven Zellen aus einem aktiven Tumor, sondern Zelllinien, die sind sowieso unsterblich, Wachstum hemmen, Zellsterben induzieren, kann zelltoxisch wirken. Aber wie gesagt, auf Ebene der Zelllinien ist es auch schneller mal bewiesen. Das braucht dann mindestens noch 10 Jahre, bis man das auch wirklich in vivo oder in vitro einem wirklichen sinnhaften medikamentösen Weg zuordnen kann. Aber insgesamt, wie gesagt, wir sind ja dort, wo man sagt, okay, wir sind in der Prävention. Und wenn man sagt, ich möchte meinem Körper etwas Gutes tun, dann erscheint auch Richtung Krebsprävention das Cannabinoid-System eine interessante Sache zu sein. So, wo die Wissenschaft noch gar kein wirklich detailliertes Wissen hat, ist, welche Rezeptoren noch neben den Cannabinoid-Rezeptoren vom CBD bedient werden. Also da ist jetzt wirklich das Thema dran. Und was man auch noch nicht versteht, obwohl man es schon in verschiedenen Experimenten gezeigt hat, ist, dass THC und CBD, die beiden Bestandteile von Hanf zum Beispiel und anderen Pflanzen, dass die beiden wirklich Gegenspieler sind. Und das ist interessant, dass es in einer Pflanze Gegenspieler gibt an einem Rezeptor. Der eine dreht den Rezeptor in die eine Richtung zu der Aktivität, der andere in die andere Richtung, in die andere Aktivität. Also das ist so wie der eine aufputschend ist, ist der andere beruhigend. Also THC ist aufputschend, CBD ist beruhigend. Und so geht es auch wirklich bei der Entzündungshemmung, bei der Hormonregulation. Es ist wirklich ein Yin-Yang an Möglichkeiten, die da aus einer Pflanze
gewonnen werden würden. Und so war es auch. Also in den 1840er Jahren, als man wirklich herausgefunden hat, was Hanf wirklich medizinisch kann, nämlich gegen Epilepsie, gegen Tetanus, gegen Rheuma, gegen Cholera, später auch im 1900 dann gegen Migräne, Asthma und Schlaflosigkeit verwendet worden ist, da ist noch die ganze Pflanze verwendet worden und da ist das THC und das CBD ganz wurscht verwendet worden. Es ist geraucht worden, es ist zu Zäpfchen verarbeitet worden, es ist zu Cremen verarbeitet worden, es ist gegessen, getrunken worden als Tee. Da ist man einfach der Meinung gewesen, okay, Hauptsache es nutzt etwas gegen diese doch sehr schwerwiegenden Erkrankungen oder diese Probleme im Körper gesundheitlicher Art. Und dann hat es eben aber auch geheißen, okay, gerade Rheumatiker sind dann süchtig geworden von dieser Nutzung des Hanfes und dann hat man das ganze Hanfthema wirklich tabuisiert und hat es dann verboten in der Jahrhundertwende oder ein bisschen später und hat gesagt, nee, das ist jetzt kein Mittel der Wahl. Dann ist auch die Pharma dahergekommen und hat gesagt, das ist ganz schlecht. Wir haben da ganz viel spezifischere Mittel und der Hanf ist immer so unspezifisch und wirkt bei jedem ein bisschen anders. Aber leider ist damit dieses Hanfthema zu einem Suchtmittel geworden oder zu einem Suchtthema geworden. Und damit hat man sich damals die hohe Qualität dieses Wissens, das in den ersten Versuchen in diesen Jahren des Nutzens gemacht worden sind, alle verschwunden. Und das ist wirklich eine interessante Sache, weil zum Beispiel in Indien ist Hanf schon viele hundert Jahre genutzt worden für viele, viele Dinge, wird auch immer noch genutzt und dort auch wirklich in vernünftigen Händen. Und ich glaube, man weiß nicht, dass dort eine besondere Suchtgefahr oder Suchtquellen über den Hanf entstehen, obwohl natürlich kann das schon sein, aber genauso geht es mit dem Opium, ob das jetzt im Mohn ist oder ob das irgendwelche Blätter sind von irgendwelchen Pflanzen oder Rinden im Urwald. Es gibt immer wieder den Bereich, dass man eine Suchtgefahr findet, aber man weiß auch den positiven Nutzen dieser Pflanzen auch wirklich einzusetzen. Und das ist natürlich in Mitteleuropa mit unserer doch sehr starken Pharma leider nicht möglich. Wir bewegen uns gerade wieder zurück, haben jetzt quasi 160 Jahre, 180 Jahre verloren, aber das macht nichts. Wir erfahren jetzt wieder etwas über den Hanf. 1960 ist es dann entdeckt worden, dass eben es verschiedene Inhaltsstoffe gibt und dann hat man auch böse, böse gesagt, okay, man muss da irgendwas tun, dass die Leute kein THC bekommen. Das ist süchtig machen. Das CBD hat man damals als eher unreaktiv empfunden, als wenig förderlich oder negativ einwirkend. Das THC war sehr förderlich, aber auch sehr kontraproduktiv. Und ab seit dann ist es immer stärker beforscht worden, das Cannabis. Aber man hat noch lange nicht gewusst, wo binden diese Moleküle im Körper. Das war eben wirklich erst 1990 mit diesen Cannabinoid-Rezeptoren 1 und 2. Und die sind ja erst der Anfang der Geschichte. Also man weiß jetzt, dass das Ganze noch viel komplex ist, aber mit dem lasse ich euch jetzt auch wirklich zufrieden. Aber seitdem versucht man, diese molekularbiologischen Prozesse zu verstehen und diese Verbindungen zu verstehen, obwohl sich keiner, so wie ich, sagen traut. Wir reden hier von einem Bauchhirn. Und diesem Bauchhirn sollte man eine hohe Relativität in unserem Leben geben. Das heißt, das ist etwas, das sollte uns zurückführen zu unseren Wurzeln, dass wir sagen, man ist das, was man ist. Und auf der anderen Seite, man reguliert das, was man isst, mit dem, was man isst. Die Erwartungshaltung ist aber seit den 19, also, sag ich mal, seit den 2000er Jahren, wie man dann wirklich draufgekommen ist, was diese Rezeptoren alles tun. Und man kommt immer wieder neu drauf, wo die alle jetzt zu finden sind. Man hat am Anfang geglaubt, die ersten 20 Jahre bis 2010, dass die Cannabinoid-Rezeptoren vom Typ 2 gar nicht im Hirn sind. Jetzt weiß man seit den letzten 10 Jahren wieder, sie sind doch da, aber wenig. Und man hat auch geglaubt, dass die nicht viel im Körper sind. Aber jetzt weiß man auch, dass die doch sehr stark vertreten sind, natürlich in
geringere Anzahl, aber doch in verschiedensten Körperbereichen. Und damit hat man die Latte sehr hoch gelegt an die Erwartungshaltung an diese Cannabinoidrezeptoren Richtung Medikamente, also CBD als Medikament oder THC als Medikament, als Krebsmittel, als Antidepressivum, als Entzündungshemmer oder ganz neues Abnehmmittel. Und daher gibt es jetzt auch schon die ersten Medikamente. Natürlich, wenn man so etwas sich auf die Fahnen heftet, dass da etwas aus der Natur kommt, so funktioniert halt medizinische Forschung. Man nimmt sich ein Naturmittel raus, konzentriert so stark auf, wie man möchte, nimmt sich wirklich nur eines der unterschiedlichen Wirkmechanismen molekularbiologisch vor und schaut dann, wo man landet. Und da gibt es zum Beispiel das Epidiolex, wo man jetzt schon in Studien wirklich sicher ist, dass damit Epilepsie gut behandelbar ist. Das Sativex wäre dasselbe bei Multiple Sklerose und Alvisol bei Schizophrenie. Also da hat man sich einmal drei Bereiche rausgesucht, die jetzt hoffentlich bei euch nicht so oft zu Hause zu finden sind. Aber wie gesagt, diese Mittel werden natürlich auch eingesetzt zur Depressionsbeforschung, zur Angstbeforschung, zur Entzündungshemmung. Für euch als Normalsterbliche wenig zum Arzt gehende, so wie die meisten meiner Klienten leider oder auch Gott sei Dank sind, möchte ich sagen, es gibt CBD in wirklich guten Varianten von 5-55%. Und da möchte ich heute einmal Werbung machen für eine Firma, weil das 55% habe ich nur bei einer Firma gefunden. Es gibt es in Verbindung mit Serotonin als Schlafmittel. Es gibt es in Verbindung mit Drachenblut als Hautmittel, als Frauengesundheitsmittel. Was sehr, sehr interessant ist, wer da mal Interesse hat, mir bitte einfach mal eine E-Mail schreiben. Dann schicke ich euch mal Unterlagen dazu. Habe ich bekommen von der Firma, die ich jetzt kurz mal dann auch als Folie zeigen möchte. Eine österreichische Firma, die das zumindest der Außendienst von der Firma so zusammengebaut hat, dass man weiß, okay, für Neurodermitis, für Psoriasis, für Akne, was auch immer, gibt es eine gute Verbindung von CBD mit innen- und äußerer Anwendung, mit Drachenblut, mit äußerer Anwendung, was gut funktioniert, auch beim Schlafen, was ein wirklich immer mehr sichtbares Thema wird, Verbindung mit Serotonin, mit Tyrosin oder Tryptophan. Auch bei den Ängsten gibt es verschiedene Zugänge, wie man dementsprechend da etwas tun kann. Bitte aber hier immer drauf Acht geben. Es geht immer um eine längere Therapie. Das ist nicht in ein, zwei Wochen vorbei, sage ich mal so. Ja, und ganz interessant ist ein 25-prozentiges CBD, das wirklich über die Schleimhäute funktioniert. Also da spritzt man sich dieses, es ist dann fast kein Öl mehr, das ist dann eine Creme in den Mund, um dort Entzündungshemmung zu machen. Das empfehle ich dann auch immer mit einem Extrakt von Kurkuma zum Beispiel. Da gibt es ein ganz gutes Kurkuma-Produkt von einem Salzburger Apotheker. Und dann kann man wirklich in die sehr hoch risikoreiche in den Entzündungsbereich reingehen, wenn es um Krankheiten geht und die ein bisschen unterbinden, wie man es eben bei Cortison auch tut oder wie man es heute schon im naturheilkundlichen Bereich mit MMS und Weihrauch tut. Ja, was ist immer das Interessante dran? Wann wirken solche CBD-Produkte am besten und warum möchte ich dann eine Werbung machen für eine Firma? Natürlich wirken diese CBD-Produkte am besten, wenn man eine große Vielfalt dieser verschiedenen Cannabinoide hat. Wenn das über 100 sind oder sagen wir 100 sind und man hat dann eine Mischung, wo 60, 70, 80 drinnen sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich viel größer, dass man hier eine Wirkung hat. Und wie kommt man zu diesen großen Mischungen, dass man so viele verschiedene CBD-Moleküle hat, indem man verschiedene Sorten miteinander quasi verarbeitet. Und diese Firma, auf die ich gerade eingehen möchte, die, glaube ich, jetzt schon seit 10 Jahren am Markt ist, die pflanzen in Glashäusern in der Steiermark 27 verschiedene Sorten von Hanf an und mischen die. Also quasi, das ist nicht ein Öl oder ein Extrakt von einer Pflanze, auch nicht von zwei oder auch nicht von drei, sondern von 27. Und deshalb mich sehr, sehr positiv gestimmt, dass man da hoffentlich ein Mittel hat, mit dem man sehr gut diese Entzündungshemmung und die anderen Themen angehen kann.
So, was tut man jetzt mit der ganzen Geschichte? Das Cannabinoid-System, das endogene Cannabinoid-System ist interessant eben für die frühkindliche Entwicklung. Man soll es nicht glauben. Hier ganz wichtig für die Gehirnentwicklung, Immunsystem, Wachstum und Ernährung. Also was heißt es für uns, wenn wir etwas gegen diesen extrem hohen Anstieg von Autismus tun wollen, von ADHS oder ADS tun wollen, dann müssen wir sehr früh oder schon in der Schwangerschaft oder vor der ganzen Schwangerschaft den jungen Damen sagen, bitte, CBD ist ein super Mittel. Wenn jetzt einer sagt, in der Schwangerschaft traue ich mich nicht, dann möchte ich nur sagen, okay, Gänseblümchen wären auch ganz gut oder Kamille, wie ich zuerst gesagt habe, oder eben grüner Tee, dann sind wir auch in demselben Bereich, dann ist man weg vom Hanf. Aber in Wirklichkeit tut es nichts. Aber beweisen kann ich es nicht, sonst sage ich es auch nur so. Aber wie gesagt, wenn man schon ein hyperaktives Kind hat, sollte man sich vielleicht in der zweiten Schwangerschaft das einmal überlegen. Wenn man selbst ein hyperaktives Kind war, da sollte man sich auch überlegen, ob man das nicht auch einmal bei einem Kinderwunsch ein bisschen eindenkt. Aber frühkindliche Entwicklung, da kann man auch dran denken, was tue ich mit einem Baby? Einem Baby gebe ich zum Beispiel ein Zäpfchen, das auch mit Hanf zum Beispiel wirkt oder aus Hanf präpariert ist, Entschuldigung. Und auf der anderen Seite, so wie es im frühkindlichen, also sehr jungen Alter ist, dann ist es auch im hohen Alter ein Thema. Also wie gesagt, möchte man den Wechselbeschwerden vorbeugen und einer beschleunigten Hautalterung entgegenwirken, dann sollte man auch hier frühzeitig eben mit Hanf arbeiten, mit CBD arbeiten, mit Salben arbeiten, mit Ölen arbeiten. Auch die Immunfehlregulation im Alter, die vielleicht zur Krebsprävention oder Krebsregulation mithilft, also Krebs entstehen lassen kann, wenn das Immunsystem falsch reguliert, beziehungsweise ein bisschen blind wird. Auch hier sollte das CBD-System unterstützt werden. Bei Fetteinlagerung, wie gesagt, etwas ganz Neues, wo man sagt, okay, kann man da was tun? Ja, in der Prävention schon, in der primären Prävention wäre es am besten, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt im männlichen Wechsel oder im weiblichen Wechsel, männlicher Wechsel ein bisschen später und möchte meinen Körper ein bisschen regulieren, weil im Wechsel immer etwas stattfindet, was wir alle kennen, nämlich Muskelabbau, Fettaufbau, dann kann man hier ein bisschen entgegenwirken mit CBD in allen Varianten. Und ganz natürlich wichtig im Alter Neuroprotektion, das heißt Schutz des Gehirns vor freien Radikalen, vor Giftstoffen, was auch immer. Also vor allem kann man es nicht schützen, aber man weiß, das Cannabinoid-System ist dazu eigentlich gedacht, das System vor Giften zu schützen, wie man sich das auch immer vorstellen möchte. Wichtig ist es einfach zu tun, dass man sagt, okay, ich versuche über diese Rezeptoren mit der Bindung, also uraltes System, und ich gebe von außen etwas dazu, dass das System auch immer am Arbeiten ist, auch wenn die innere Uhr ein bisschen dagegen spielt, auch wenn das innere System schon sehr außer Rand und Band ist. Ich möchte auf jeden Fall etwas tun, um dieses, sage ich mal, Verrosten meines Hirns, um das Ablagerung im Hirn, um dieses Runterregeln der Gehirn-Neurobotenstoffe, dieses selbstlernende System zu verbessern, dann auch hier bitte an die Cannabinoide denken. Und wenn ich jetzt sage, okay, was brauche ich, dann kann ich sagen, ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Aber wie gesagt, meine Sicht der Dinge ist immer eine sehr einfach. Ich möchte immer eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass ich eines der richtigen Dinge dabei habe. Also das richtige Cannabinoid zur richtigen Zeit wird schon das Richtige auslösen. Und ich möchte nicht verarscht werden von einem Produzenten, das habe ich auch schon erlebt, von CPD, der draufschreibt, das ist jetzt 5%, aber der hat das natürlich 5% auf Liter gerechnet und ich habe aber nur 50 Milliliter, also ein Zwanzigstel, also es waren es nicht 5%, sondern ein Viertelprozent, also 0,25%. Also diese Sachen, da wird sehr, sehr, sag mal, gegeigt. Manche haben das dann auch aufgehört, weil sie draufgekommen sind. Also die Produzenten, die zum Beispiel dann auch Apotheken beliefern, die haben dann gesagt, das mit den Prozenten, das funktioniert nicht, das ist verbrannte Erde. Wir nehmen da jetzt wirklich den Milligramm pro Milliliter oder weiß nicht, Nanogramm pro Mikroliter oder was auch immer.
Ist aber für die Leute, die sagen, okay, ich bin schon so eingeschossen auf die Prozente und das mit den Milligramm, Nanogramm oder Mol oder irgendwas verstehe ich sowieso nicht, die wollten wieder die Prozente haben und da sage ich immer, da muss man wirklich auf Prozente oder auf die Wahrheitsfindung des Prozentens, des Produzenten tippen, der dann sagt, okay, ich schreibe 10% drauf, wenn hier 10% CBD in der Menge drinnen sind, die ich hier verkaufe. Und wie gesagt, da habe ich jetzt eine Firma, die ich euch ein bisschen ans Herz legen kann, weil ich sie gerade selbst in den letzten 3 Wochen probiert habe. Es gibt viele und ich möchte jetzt da keine schlecht machen, keine besser machen. Es gibt auch ganze Hanf-Shops. Ich finde es alles super. Wichtig für mich ist immer, wie gesagt, Effektivität durch eben diese verschiedenen Sorten. Es muss ein Vollspektrum sein, das heißt, da müssen wirklich alle CBD-Unterarten drinnen sein, da darf jetzt nichts herausfallen. Die Prozente müssen stimmen, also wenn da 12 oben steht, dann müssen das 12% sein in dem Fläschchen, in dem Bereich. Und zum Beispiel die Applikation von diesem hochprozentigen, 55-prozentigen geht dann nicht mehr über Tropfen, sondern nur mehr über seinen Dispenser, auf den man drauf drückt und dann wirklich sein Gel in den Mund bringt und dann quasi wie Globuli in der unter der Zunge oder an den Zähnen im Zahnfleisch quasi aufgehen lässt und das dann kombiniert zum Beispiel mit einer Drachenfrucht, finde ich extrem spannend, was man damit alles machen kann. Bitte einfach mal versuchen, bitte dabei aber auch immer das, was ich vorher gesagt habe, überlegen, was tue ich gerade. Das ist ja das, warum ich meine Vorträge mache. Ich möchte euch immer dazu animieren, zu verstehen, was ihr gerade tut. Wenn ihr Hanf nehmt, dann verbindet ihr euer quasi Nervensystem des Alten mit dem Nervensystem des Neuen, wenn man das so sagen möchte, also Bauchhirn mit zentralem Nervensystem. Ihr rührt in dem Topf um, wo es um Emotionen geht. Ihr rührt in dem Topf um, wo es um Unterbewusstsein geht. Bitte sich auch dann mit dem beschäftigen, nicht nur umrühren, sondern auch damit beschäftigen. Ihr sorgt dafür dann mit eurer Ernährung, ob das Umrühren nicht einmal dann auch zu einer Verschlechterung führt, sondern hoffentlich immer zu einer Verbesserung. Ihr habt dann quasi dieses Selbstheilung angestoßen, die mit eurer psychosomatischen Arbeit dann in Verbindung vielleicht euer Problem löst. Und dann geht es darum, dass ihr die Zeit euch geben müsst, auch wirklich in die Heilung zu kommen. Wir reden hier von Nervensystemen, wir reden hier von Nerven und Nerven, die mal beleidigt sind, brauchen unheimlich lange, bis sie sich wieder richtig aktivieren können, wieder richtig funken können, wieder schmerzfrei etwas tun können. Zum Beispiel, und das sind jetzt so meine letzten Worte, ist der Hanf, ist das CBD die einzige Chance, ein Schmerzgedächtnis wirklich aufzulösen? Und das ist wirklich ein Hauptpunkt, der in der Medizin noch viel zu wenig bedacht ist. Was ist mit einem Schmerz, der 6, 8, 10 Wochen im Körper ist? Was ist mit dem? Ist der in das System eingebrannt, in das Nervensystem? Ist der überhaupt noch kontrollierbar? Hat der was mit der Realität zu tun? Oder ist es ein Selbstläufer? Und so geht es bei vielen, vielen Dingen, bei Entzündungen, bei Schmerzen, bei Fehlregulationen. Und vielleicht haben wir mit dem Hanf, haben wir mit dem CBD, haben wir mit diesen Naturmitteln einen Schlüssel in der Hand, um diese Schlösser, die uns dieses Wissen freigeben könnten oder das Probieren, das jeder von euch machen kann, auch wirklich zu einem Ziel führen. In diesem Sinne, alles Gute beim Probieren und oder und wieder mal bei mir vorbeikommen und wir reden drüber und schauen, dass ihr da auf einen grünen Zweig kommt. Ich danke euch.